Ja, vielen Dank. Ich begrüße Sie und ich beginne direkt. Es ist wichtig, dass Sie alle gut sehen können, weil ich viele Bilder zeigen werde. Das heißt, Sie bringen sich am besten alle in Position. Im Jahr 2007 erscheint, vom Bayerischen Rundfunk produziert, das Hörfeature Die Manns, die Pringsheims, von dem auf der Internetseite des Verlags Random House, ich zitiere, große Begabungen, komplizierte Charaktere, menschliche Dramen versprochen werden. Eines der Unterkapitel lautet Heinrich und Thomas Mann, der Genießer und der Asket. Dieses Bild der Brüder hat eine lange Tradition und wird auch heute, vor allem in populären Darstellungen, wie dem zitierten Hörfeature, wiederholt und rezipiert. Der Autor von Buddenbrooks, der sich an seinem Schreibtisch diszipliniert Kapitel für Kapitel abringt, und ihm gegenüberstehend sein Bruder, der leidenschaftliche Romane schreibt. Und auch vom Bruderstreit haben eigentlich alle schon einmal gehört. Immerhin sprachen die Brüder, so geht die Erzählung, während des gesamten Ersten Weltkrieges und darüber hinaus kein Wort miteinander. Zu widersprüchlich seien ihre politischen und ästhetischen Positionen gewesen. Solche populären Darstellungen sind von den Brüdern Mann, so meine These, selbst durch autobiografische und autofiktionale Texte und Äußerungen angeregt worden. Unter Autofiktion verstehe ich die systematische Vermischung und Durchdringung fiktionaler und biografischer Elemente. Diese Äußerungen der Brüder wurden vom zeitgenössischen Publikum, vom Kulturbetrieb und der Literaturwissenschaft bereitwillig aufgenommen, wie ich im Folgenden an einzelnen Beispielen zeigen werde. Es geht mir dabei weniger um die Frage nach dem, wie war es wirklich, sondern vielmehr darum, warum diese skizzierten Konstellationen und Fragestellungen die so positiv aufgenommen wurden und welche zeitgenössischen Erzählungen und Fragestellungen diese Darstellung und Selbstdarstellung gespeist haben. Es interessiert mich also der Bereich, den Michael Ansel und andere in ihrem Sammelband über die Erfindung des Schriftstellers Thomas Mann als ein, ich zitiere, komplexes, rückgekoppeltes Ineinander von Selbstcharakteristik und Fremdbeschreibung charakterisieren. In diesem Kontext werde ich zeitgenössische Vorstellungen zum Erbe und zur Vererbung vorstellen, die für die Debatten um das Brüderbild von zentraler Bedeutung sind. Dass dieses eben skizzierte Bild der beiden Brüder, also der Genießer und der Asket, trügt, bemerken schon zeitgenössische Rezensenten, also der ersten Jahrhunderthälfte. Darauf wird auch im Kuratorenkommentar in der Herzensheimatausstellung im Buddenbrookhaus verwiesen. Das heißt, wer später an der Führung teilnimmt, kann sich schon darauf freuen. Wie wenig Heinrich Manns Äußeres und vor allem sein Auftreten seinen wilden und passionierten Romanen entsprechen. So beschreibt 1919 ein Wiener Journalist die Begegnung mit Heinrich Mann folgendermaßen. Er schreitet wie Weilands Senator Buddenbrook zum Lübecker Rathaus in den Salon, hängt seinen Hut an den Nagel und steht in steifer, korrekter Würde kerzengerade vor mir, reicht mir korrekt die Hand und setzt sich korrekt, steif und würdevoll in den Fauteuil. An Heinrich Mann ist alles korrekt, wohlgeordnet, wie mit dem Lineal gezogen. Vom Hosenbügel seines dunkelblauen Sakkos bis zum spröden Scheitel. Das Wiener Literaturcafé, das gestern bis spät nachts debattierte, ob Thomas oder Heinrich bedeutender wäre, stellt sich ihn anders vor. Als einen der ihrigen, revolutionär, lärmend, leidenschaftlich. Nun, Heinrich Mann würde am Tisch des Wiener Literatencafés etwa wie ein verirrter, deklassierter Entente-Diplomat oder wie ein Statthalter des Ancien Regime erscheinen. Überwiegt in diesem Beitrag der Ton der Überraschung eben über diese Diskrepanz zwischen erwartetem und realem Auftreten, geht die Benennung genau dieser Differenz in einem Porträt über die Dichterdynastie Mann 8 Jahre später mit einer Reflexion des Ruhms als Phänomen einher. So, alle angucken, ich mache jetzt weiter, damit Sie es lesen können. Als der Ruhm der Brüder Mann noch nicht mit dem Negerboxer und dem Filmstar Mizzi Pizzi konkurrieren musste, geschweige denn durch die Mitgliedschaft zur Dichterakademie belastet war, sondern noch nichts wie ein Losungswort unter Eingeweihten zugeraunt, vor 20 Jahren also, da dachte man sich Heinrich Mann als grellen Bohemian mit den ramponierten Allüren eines großen Herrn und Thomas als eben jenen interessanten Fremdling, der sich anzog wie ein Attaché, oder ein Gardeleutnant auf Urlaub.
Wer aus der Generation der Vorkriegserwachsenen stammend das Werk der Brüder Mann als entscheidendes Jugenderlebnis zu eigen hatte, den überrumpeln verstörende Einsichten, wenn ihn, 2 Jahrzehnte später, ein vielfach verschlungener Lebensweg ins heutige München führt und vor das Angesicht der Götter seiner Jugend. Was ist also passiert zwischen 1919 und 1927? Ich würde sagen und möchte im Folgenden zeigen, dass die Popularität und fortlaufende Popularisierung von Heinrich und Thomas Mann, und zwar vor allem von Heinrich und Thomas Mann als Brüder Mann, hier im Titel ja auch der Verweis auf die Dynastie, im Laufe der 1920er Jahre auch durch medientechnische Veränderungen und zugleich mit einem verstärkten politischen Engagement von Heinrich und Thomas Mann, hier der Verweis auf die Dichterakademie, massiv angestiegen ist. Ich komme darauf zurück. Zugleich werden die Veränderungen im vorliegenden Beitrag, ich habe es Ihnen auch rot markiert, ganz dezidiert an eine konkrete Generationserfahrung gekoppelt. Der Autor Egon Friedrich Maria Aders ordnet sein Erlebnis der Werke Heinrich und Thomas Manns seiner Generation, und zwar der Generation der Vorkriegserwachsenen, zu. Auch diese Einordnung kann als ein Entwicklungsmerkmal der 1920er festgehalten werden. Als doppelte Kategorie, eine gleichermaßen biologische wie kulturell-soziale Größe, hat das Konzept der Generation im Verlaufe des frühen 20. Jahrhunderts und dann insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg eine immense Konjunktur erfahren. Der Generationenbegriff wird zur Erfassung nicht nur innerhalb der Biologie, Soziologie, Medizin verwendet, sondern auch, um die deutsche Geistesgeschichte in Generationen einzuteilen und zu kategorisieren. So beispielsweise bei Hans von Müller in seinem 1928 erschienenen Buch mit dem schmissigen Titel 10 Generationen deutscher Dichter und Denker, das die Jahrgänge 1561 bis 1892 in 45 Altersgruppen bündelt. Und zugleich wird über die Inszenierung eines Generationenkonfliktes eine junge, streitbare Generation imaginiert, die sich gegen die Väter, die Vorkriegsväter, auflehnt. Zu dieser jungen Generation wird pauschalisierend immer wieder Klaus Mann gezählt. Sie sehen, unten wird er auch als letzter Name aufgeführt, auf den auch Egon Aders im zitierten Artikel im Kontext der Dichterdynastie Mann verweist. Sie erinnern sich, da war auch ein Porträt von Klaus Mann dabei. Am Verhältnis zwischen Thomas Mann, Heinrich Mann und dem neuen Künstlerspross Klaus Mann wird in zahlreichen Texten das Problem der Vererbung diskutiert. Also aus dieser Zeit, in zahlreichen Texten der 20er. Hier habe ich Ihnen zwei Beispiele mit besonders schönen Titeln zusammengestellt. Zum einen Fortpflanzung des Ruhms, der 1927 bebildert in der Zeitschrift Die Bühne erscheint. Zum anderen Tragisches Erbe mit dem besonders schönen Untertitel Die Söhne der Väter. Aus dem Neuen Wiener Journal von 1925. Hier wird nach einem pseudobiologischen Einstieg dieser Text überraschenderweise zu einer Rezension über Klaus Manns Erzählungsband Vor dem Leben und Benvenuto Hauptmann. Der Autor Rudolf Goldschnitt erörtert, dass, ich zitiere, musikalische und bildnerische Fähigkeiten vom Vater, dichterische von der Mutterseite empfangen werden. Zugleich problematisiert er diese Vererbung an einem botanischen Beispiel, was ich nutze, um die eben aufgestellte Behauptung von den Überschneidungen zwischen biologischen und Literatur- bzw. geisteswissenschaftlichen Sphären zu illustrieren. Die Botanik kennt Beispiele, wo ein Baum so stark und breit Wurzeln schlägt, so üppig in Stamm und Krone sich ausbreitet, dass alle umliegenden Pflanzen und Bäume nur noch kümmerliche Lebensmöglichkeit haben. Ist es in den menschlichen Geschlechtern ebenso? Scheint nicht das Genie aus einer Familie so viel Produktionskraft entnommen zu haben, dass die Natur für Geschwister und Nachkommen nichts mehr zu verschenken hat und vieler Generationen Ruhe bedarf, um wieder Blut- und Zellenbildung aufzufrischen? In dieser Rezension wird die Frage nach der biologischen Vererbung vermengt mit der nach der literarisch-geistigen. So werden die äußerlichen Ähnlichkeiten zwischen Klaus Mann und Thomas Mann genannt, aber auch wird Klaus Mann als Erbe der Stile, und zwar sowohl Heinrich als auch Thomas Manns, dargestellt. Das geschieht auch, wenn es von Klaus Manns erstem Stück Anja und Esther in einer der wenigen positiven Rezensionen heißt, es zeuge, Zitat, von einer ganz bedeutenden dichterischen Begabung, von einem gewissen Formgefühl, das vom Vater Thomas, und einer Empfindungsstärke, die vom Onkel Heinrich Mann herzukommen scheint.
Zusammen mit dem Generationenbegriff wird das Thema der Vererbung immer wichtiger. Auch, weil sich die Vorstellungen davon, wie Eigenschaften im biologischen Sinne vererbt werden, im Verlaufe des 19. Jahrhunderts verändern. Der Begriff der Vererbung wird aus dem rein kulturell-ökonomischen Sprachgebrauch in den biologischen überführt. Der Wissenschaftshistoriker Ohad Parnes spricht in diesem Zusammenhang von einer, ich zitiere, Etablierung von Vererbung als universale wissenschaftliche Kategorie. Die vielfältige Überschneidung zu anderen Wissensgebieten durch die extreme Unschärfe des Erbebegriffes anbietet. Im Laufe der Moderne werden vor allem drei Bedeutungen des Begriffs zentral. Zum einen eben die juristisch-ökonomische, zum anderen aber die biologische und die kulturpolitische, also sowas wie ein kulturelles Erbe. Die Nutzung biologischer Metaphern, wie ich eben am Beispiel der Botanik in der Klaus-Bann-Rezension zeigte, liegt also in diesem Begriffsgebiet nahe. Es erfolgen aber nicht nur argumentative Übertragungen von einem Gebiet ins andere, also eine Biologisierung kultureller und literarischer Prozesse und Vorgänge. Auch in biologischen Argumenten werden soziale und ökonomische Metaphern verwendet. Dem neuen Vererbungsbegriff seit dem 19. Jahrhundert liegt die Vorstellung von einer ähnlichen Struktur der menschlichen und der biologischen Geschichte zugrunde. Im Zuge einer allgemeinen Wissenschaftspopularisierung im Verlaufe des 19. Jahrhunderts wiederum fanden nun genau solche fachwissenschaftlichen Vorstellungen und Debatten ihren Weg in eine breitere Öffentlichkeit. Ich habe zu Beginn des Vortrags von medientechnischen Veränderungen gesprochen, die in den 1920er Jahren die Popularisierung der Brüdermann begünstigten. Dabei habe ich vor allem ein Medium im Auge, nämlich das der Illustrierten Zeitschrift bzw. des Magazins, das wöchentlich erschien und in den 1920er Jahren einen enormen Aufschwung erfuhr. Ermöglicht wurde dieser Anstieg durch technische Innovationen wie die Kleinbildkamera und den Fortschritt im Druckwesen, wie die Entwicklung der leistungsfähigen Rotationspresse und des Fotosatzes, die eine hohe Auflage ermöglichten und zugleich geringe Stückkosten und so einen preiswerten Absatz der Magazine erlaubte. Diese Magazine beinhalteten eine populäre Mischung aus gesellschaftlichen und kulturellen und eben auch wissenschaftlichen Beiträgen mit reichhaltigen Illustrationen und Fotostrecken. In diesen Beiträgen, so würde ich sagen, wird jeweils die gesellschaftliche Relevanz eines solchen Themas, also eines solchen Wissenschaftsthemas, warum sollten die Leserinnen überhaupt weiterlesen, mit seiner wissenschaftlichen Bedeutung begründet, der dabei mit aufwendiger Forschung und komplexem Wissen in Verbindung gebracht wird. Also sie müssen weiterlesen, weil das hier wahnsinnig wissenschaftlich ist. Und zugleich wird aber im Verlaufe des Artikels dieser Inhalt, also im Zuge seiner Popularisierung, extrem verflacht und banalisiert. Ich habe Ihnen hier aus populären illustrierten Zeitschriften der 1920er Jahre einige Beispiele herausgesucht, die alle mit der Popularisierung von abstrakten und komplexen Wissensbeständen zusammenhängen. Ja, die Hände können sprechen, aus Scherls Magazin im Aprilheft 1930, ein Beitrag, in dem psychochirurgische Perspektiven auf die Hände prominenter Menschen vermeintlich Aufschlussreiches verraten. Zeige mir deine Nase und ich will dir sagen, wer du bist. Interessanterweise wird diese Nasenkunde aus dem Kriminalmagazin 1931 nur an Frauen vorgeführt. Und in der Zeitschrift Querschnitt wundert man sich 1925 über die Zusammenhänge von Körperbau und Charakter. In allen diesen Beiträgen werden Fragen der Vererbung diskutiert, am ausdrücklichsten und ich denke für heutige Beobachter und Beobachterinnen am erschreckendsten allerdings in dem Beitrag »Kennst du die Namen deiner Urgroßeltern?« der die Leserinnen und Leser unter dem Titel »Ein Kapitel Ahnenkunde« mit der Vererbungsforschung vertraut macht. Der Artikel wird folgendermaßen eingeleitet. Ahnenforschung hat lange Zeit nur als Liebhaberei gegolten. Die Vererbungswissenschaft aber fordert sie jetzt für exakte Studien. Soziologen, Rassenforscher, Bevölkerungspolitiker, Volkshygieniker, Ärzte, Eheberater, Psychologen, Strafrechtler, Pädagogen. Sie alle sind an der Ahnenforschung und der damit verbundenen Vererbungslehre interessiert. Und er endet mit einem Stammbaum zum Selbermachen. Wie Sie an der Tabelle außen rechts erkennen können, werden zahlreiche Vererbungsmerkmale aufgeführt. Wir befinden uns im Jahr 1928, das heißt 7 Jahre vor dem Inkrafttreten der Nürnberger Gesetze. Ein kurzes Zwischenfazit. Vererbung ist also eine wissenschaftliche Kategorie, die sich besonders gut eignet, um auch grenzüberschreitend in populärere Darstellungsformen und Inhalte übernommen zu werden. Durch die vielen Bedeutungen des Begriffes ist sie, wie unten oder wie später gezeigt werden wird, auch für eine populär ausgerichtete Literaturwissenschaft anschlussfähig.
Im Folgenden soll es nun darum gehen, inwiefern die steigende gesellschaftliche Relevanz der Vererbung mit der Rezeption der Brüder Mann zusammenhängt. Dafür komme ich auf mein einleitendes Beispiel zurück. Ich erinnere kurz daran, Heinrich Mann als Senator Buddenbrook. Dieser dezidiert biografische Bezug von den Buddenbrooks nicht nur zum Autor Thomas Mann selbst, sondern auch zu Heinrich Mann, also zu dessen Bruder, wird auch von diesem selbst gespeist. 1904 erscheint folgende Selbstbiografie Heinrich Manns im Katalog seines Verlegers. Man kennt meine Herkunft ganz genau aus dem berühmten Roman meines Bruders. Nachdem wir zwei dicke Bände lang hanseatische Kaufleute gewesen waren, brachten wir es endlich Kraft romanischer Blutmischung. Laut Nietzsche bewirkt so etwas Neurastheniker und Artisten bis zu Künstlertum. Wie populär diese in Einsetzung rezipiert wird, verdeutlichen zwei Beispiele. Zum einen wird 1931 in der Zeitschrift Der Querschnitt in der Rubrik Anekdoten der einleitende Satz, also der eben zitierte Satz, als Bonmot zitiert. Sie sehen es hier unten. Und zwar können wir den Popularitätsstatus in etwa ermessen, indem wir die Positionierung unterhalb der Anekdote zu Max Schmelings Arroganz berücksichtigen. Also es wird direkt unter Max Schmeling positioniert. Etwas fabulierfreudiger ist dann doch diese 1923 erschienene Rezension zum Buddenbrooks-Stummfilm. Publiziert ist sie allerdings unter dem Titel Die Brüder Mann, Signalwort meines Anliegens und daher einen genaueren Blick wert. Ich lese Ihnen vor und Sie können gerne mitlesen. Ich habe Ihnen das rot markiert. Man hatte mir geraten, sehen Sie sich unbedingt Thomas Mann im Kino an. Also ging ich in die Rathauslichtspiele und besah mir dort Thomas Mann. Ich kam etwas zu spät, konnte daher erst allmählich den gordischen Knoten der Mannschen Familienverhältnisse entwirren. Thomas ist Geschäftsführer der Familie, stiernackig, brutal, amerikanischer Typ des Businessman. Wenig edel und gar nicht versungenhaft verheiratet er seine Schwester einem üblen Dandy, bloß weil er gute geschäftliche Referenzen über ihn erhält. Ungleich sympathischer sein Bruder, der Lebemann, bekannt durch seine umfangreiche Herzogin von Assisi bei Rütten und Leoning. Im Volksmund meist Heinrich genannt, entpuppt ihn der Film als einen recht gewissenlosen Christian. Jetzt springe ich zum letzten Satz. Das ganze Stück gewährt tiefe Einblicke in die Familienverhältnisse unserer Münchner Dioskuren. Hier werden also sukzessive Überblendungen zwischen Fiktionalem und Faktualem vorgenommen. Thomas Mann und Thomas Buddenbrook teilen sich sogar den Vornamen, was das Verwirrspiel des Rezensenten befördert. Christian alias Heinrich wird erkennbar auch durch sein verfremdet zitiertes Buch, Herzogin von Assisi, während bei Thomas Mann der Hinweis auf Welsungen ausreichen muss. Über die fiktionale Familie Buddenbrook wird hier die ganz reale Familie Mann vermeintlich erkennbar gemacht und dem Publikum enthüllt. Der eingangs zitierte Senator Buddenbrook tritt somit als Grenzfigur zwischen Literatur und historischer Realität auf und beschert Heinrich und Thomas Mann ein doppeltes Erbe. Literarische und biologische Kategorien sind in dieser Argumentation nicht voneinander zu trennen. Auch in dieser Rezension zu Heinrich Manns Erzählwerk, achso, jetzt lesen Sie schon, das will ich natürlich nicht, werden die Buddenbrooks bemüht. Hier wird aber ein Wikinger-Erbanteil genannt, was zugleich ein intertextueller Verweis auf Heinrich Manns Romantrilogie Die Göttinnen ist, deren Heldin eine ähnliche Blutmischung aufweist. Wie es zu Hause war, hat der Bruder in seiner großen Chronik Die Buddenbrooks so scharf belichtet und so plastisch modelliert, dass jeder weiß, wie die Jugend dieses Heinrich Manns verlaufen ist. Gut, bürgerlich und solide, vielleicht ein wenig behäbig schon, aber erfüllt von der Spannkraft unverbrauchten Blutes, wohlhabend und sparsam, voll Vorurteil, aber nicht dumm, besonderer Geistigkeit war, jedoch nicht ohne Kultur, für ein starkes Deutschland der Händler gegen die Krafthubereien der gepanzerten Faust. So sehen sie alle aus, die deutschen Großkaufleute des letzten Halbjahrhunderts vor dem Kriege. Die Söhne dieser Menschen, und das sind Heinrich und Thomas Mann, die selbst halb Wikinger, halb Englishmans waren, erhielten als väterlichen Erbteil neben ansehnlichem Besitze das Vermögen, stark und zielzäh zu arbeiten. Zucht nennt Thomas Mann diese Fähigkeit im Tonio Krüger. Ein solches argumentatives Ineinandergreifen stammt nicht allein aus der Fantasie der Rezensenten, sondern liegt vor allem auch in den frühen literarischen Arbeiten der Brüder Mann begründet. Hier schon der Hinweis auf Tonio Krüger.
Thomas Manns, ich zitiere, autobiografische und autofiktionale Neigung und die damit zusammenhängenden historiografischen Problematiken waren bereits 2016 Thema der Tagung der Thomas-Mann-Gesellschaft. In Bezug auf Heinrich Mann sei im literarischen Kontext zumindest auf Zwischen den Rassen verwiesen. Deutlicher interessieren mich dabei allerdings Schriften und Interviewaussagen, in denen die Schriftsteller ausdrücklich und ohne literarische Fiktion von sich selbst sprechen. Das geschieht beispielsweise in Selbstbiografien für Verleger. Aus einem ähnlichen Zeitraum wie die eben zitierte Heinrich Manns stammt eine frühe Selbstbiografie, die Thomas Mann 1903 für die Einleitung zur dänischen Ausgabe von Buddenbrooks schreibt. Ich bin im Jahre 1875 als zweiter Sohn des Großkaufmanns und Senators Heinrich Mann zu Lübeck geboren. Meine Mutter stammt aus Rio de Janeiro, ihre Mutter war Kreolin, ihr Vater jedoch ein Deutscher. Im Gegensatz zu meinem älteren Bruder Heinrich, dem Verfasser der Romane Im Schlaraffenland und Die Göttinnen, bei welchem sich der Zusatz romanischen Blutes künstlerisch stark bemerkbar macht, bin ich ganz nordisch gestimmt. Und Heinrich Mann schreibt in der Selbstbiografie für das literarische Heimatbuch für Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck 1907. Heinrich Mann als Sohn des Senators Thomas Johann Heinrich Mann und seiner Frau Julia, geborene da Silva Bruns, am 27. März 1871 in Lübeck geboren, ging mit 22 Jahren nach Italien, lebt abwechselnd dort und in München, hat sich gleichmäßig an der Kultur der beiden Rassen entwickelt, die sein Blut vereinigt. Diese Unterscheidung der Blutmischung wird nicht nur auf die unterschiedlichen Charakteristika angewendet, sondern auch auf die poetischen und poetologischen Positionen der Brüder. Das heißt, über das Thema der Vererbung werden unterschiedliche Deutungen des Künstlertypus verhandelt, wenn literarische Stile durch eine Art norddeutschen sowie einen vage südamerikanischen bzw. romanischen Genpool erklärt werden. Auch dies lässt sich nachzeichnen in einer Gemengelage aus Präsentation und Rezeption. Thomas Mann selbst erklärt beispielsweise in einem Interview 1925, ich habe eine portugiesische Mutter, doch ich glaube, dass der romanische Einschlag nicht nur meiner äußeren Person, sondern auch meinem ganzen künstlerischen Schaffen unverkennbar seinen Stempel aufdrückt. Und 1926 äußert er, ich bin ein gutwilliger Mensch, ich habe den Willen zum Guten, eine Art Pflichtgefühl mit der gewissen Färbung meiner nordischen Herkunft. In mir sprechen meine Lübecker Vorfahren. Durch das ästhetische Spiel erstrebe ich eine Ethik. Kurzer Hinweis, das ist, glaube ich, etwas holprig übersetzt, das kommt aus dem Französischen eigentlich. Dass auch die Literaturwissenschaft diese Äußerungen aufgreift, lässt sich am Beispiel von Albert Sörgels Schilderung der deutschen Literatur der letzten Jahrzehnte belegen, die 1911 zum ersten Mal erscheint und 1928 ihre 20. Auflage erlebt. Ich habe es Ihnen rot markiert wieder. Von Kindheit an zu diesem Lose, also des Künstlertums, bestimmt, als Söhne einer alten, überfeinerten Patrizierfamilie, in die von der Seite der Mutter her durch kreolisches Blut außer den Konfliktselementen der Verfeinerung noch Konfliktselementen der Rasse hineingetragen werden, sind die Brüder Mann ein Beispiel für den von ihnen oft als künstlerischen Vorwurf benutzten Fall, dass ein Geschlecht mit praktischen, bürgerlichen und trockenen Traditionen sich gegen das Ende seiner Tage noch einmal durch die Kunst verklärt. Nach diesem Einstieg, der die Brüder gemeinsam behandelt, Sie sehen das oben links, werden sie einzeln besprochen. In Heinrich Mann, so schreibt Sörgel, herrschten die romanischen Elemente seiner Abstammung vor und über Zwischen den Rassen weiß er, es sei, Zitat, das Buch einer schmerzlichen Wahl zwischen dem Süden und Norden, den romanischen und germanischen Elementen seines Blutes, zwischen ungezügelter Sinnengier und auszehrender Geistigkeit, zwischen Tat und Sehnsucht. Thomas Mann hingegen wende sich dem Norden zu. Er versetze in seinen Werken, ich zitiere, aus dem Süden in eine gemäßigtere Gefühlszone. Ein zweites Beispiel aus der Literaturwissenschaft. Arthur Elösser nimmt in seiner Biografie zu Thomas Mann von 1925 paradigmatisch dessen Charakterisierung als schriftstellender Homo economicus vor, wenn er schreibt, kein Dichter hat so genau über sich Rechenschaft geleistet, so bereitwillig Rede und Antwort gestanden, so wenig sich hinter den heiligen Mysterien von Inspiration und Intuition verborgen. Es ist, als ob der Nachfahre redlicher hanseatischer Kaufherren, indem er sich und seinen Gläubigern, den ganzen Schaffensprozess bewusst machte, es unternommen hätte, eine Art Bilanz in Einnahme und Ausgabe vorzulegen. Über Heinrich hingegen rätselt er,
Ob eine ererbte und unterdrückte Tropenhitze des anderen Bruders leidenschaftliche Schwärmereien hervorgebracht hat, von der wilderen, schöneren und zu begeisternden Verbrechen theatralisch aufgelegten Mittelmeerrasse. Wir haben es hier also mit einer Biologisierung des literarischen Diskurses zu tun, die künstlerische und reproduktive Zeugungskraft und damit auch die Vererbung in eins setzt. Von diesem Befund ausgehend möchte ich zeigen, wie im Verlaufe der 1920er Jahre unter dem Schlagwort der Brüdermann die individuelle schriftstellerische Produktion gebündelt wird. Und damit werden sie von den Brüdern zu den Gebrüdernmann, das heißt zu einem Kollektiv, dessen gemeinsame Produktionen wahrgenommen werden. Vorliegende Informationen über die Herkunft und auch über den sogenannten Bruderstreit, der sozusagen als Topos schon in den 20ern in die Geschichtsschreibung eingegangen ist, werden nun populär rezipiert und anschließend als ein ganz normales Bruderverhältnis naturalisiert. Schon im Titel nimmt dies der Beitrag Brüder und Gebrüder aus der Berliner Illustrierten Zeitung von 1930 vor. Der Autor leitet ein über Gebrüder, die im wirtschaftlichen Sinne zusammenarbeiten und erkennt eine, Zitat, soziologische Erscheinungsform der Arbeit. Dies als Beispiel für einen wissenschaftlichen Duktus, die aber, und hier wird es direkt wieder vage, ich zitiere, im schönsten Geheimnis der Blutsverwandtschaft und der Familientradition wurzele. Anders liege die Sache allerdings auf schöpferisch-geistigem Gebiet, da es sich hier um einen Akt der Einsamkeit handle. Bei manchen Brüderpaaren, wie auch den Brüdernmann, könne man fast von Brüderhass reden. Ich zitiere wieder und habe es auf der Folie rot markiert, wo es jeweils beginnt. In solchen Verhältnissen offenbart sich der tragische Unterton des Bruderseinmüssens, dessen Schwere meistens einen von den beiden zu treffen pflegt. Es ist kein Geheimnis und braucht deshalb auch nicht mit Sentimentalitäten übergangen zu werden, dass solche Brüder zu Zeiten ihrer Entwicklung oft und lange feindliche Brüder sind. Die Rivalität ist mit der Begabung gegeben. Wenn, wie bei den Brüdernmann, noch eine starke rassische Verschiedenheit infolge des Vordrängens des väterlichen oder des mütterlichen Blutes die geistige Verschiedenheit unterstreicht, so können Spannungen und Feindseligkeiten kaum ausbleiben. Allerdings hat es sich, auch das weiß der Autor Otto Ernst Hesse, Dramatiker und promovierter Literaturwissenschaftler, mittlerweile zum Besseren gewendet. Er fährt fort. Dass sich die beiden Brüder schließlich auch persönlich wieder näher kamen, liegt gewiss daran, dass mit zunehmendem Alter das gemeinsame Familienerbe in beiden stärker hervortrat und dass die allgemeinen und politischen Überzeugungen der beiden, die zu den geistigen Führern des neuen deutschen Staatsgedankens wurden, ein neues, intimeres Verhältnis notwendig machte. Der innerliche Angleichungsprozess bei beiden ist, wahrscheinlich beiden unbewusst und auch von der Kritik wenig bemerkt, heute so weit fortgeschritten, dass die letzte Novelle Thomas Manns, Mario und der Zauberer, bis auf den Sprachstil durchaus eine Erfindung Heinrich Manns, mancher Fantasie sein könnte, während man den letzten Roman Heinrich Manns mit gutem Recht die Buddenbrooks Heinrichs nennen könnte. Entschuldigung. Im Artikel werden noch weitere Brüder aufgezählt, der endet versöhnlich nach einem biblischen Exkurs zu Kain und Abel mit der Hoffnung, dass sich über die Gewalten eingeborener Triebe immer wieder das Ereignis der reinen Liebe und brüderlichen Freundschaft als ein menschliches Ereignis lege. Hier werden also wissenschaftliche bzw. pseudowissenschaftliche, nicht belegte Behauptungen, zum Beispiel Rivalität gehe mit Begabung einher und der rassischen Verschiedenheit, neben literaturkritische Äußerungen gestellt, die aber wiederum über psychologische Vorgänge, nämlich einen diffusen inneren Angleichungsprozess, begründet werden. Von Bedeutung erscheint mir hier auch der Verweis auf das politische Engagement der beiden, das auch in anderen Texten über den Brüderkonflikt immer wieder als Auslöser für die Annäherung genannt wird. Eine ähnliche Gratwanderung zwischen wissenschaftlicher Forschung und populärer Darstellung nimmt auch Erwin Stranik oder Stranik bzw. Dr. Erwin Stranik in dem ungleich kürzeren Artikel Brüder, Brüder vor, der 1932 im Wiener Magazin erscheint. Hier werden Männer vorgestellt, ich zitiere, die Wesentliches leisteten und deren Schicksal nicht immer als Einzelnes verlief, sondern bisweilen sich mit dem ihres Bruders derart verkettete, dass wir des einen nicht gedenken können, ohne uns gleichzeitig auch das Bild des anderen ins Gedächtnis zu rufen. Zwar hätten die Brüdermann auch durch ihre Rivalität Zeiten des bedauerlichen Zwistes hinter sich, dies aber sei nun beendet.
Genau. Nun aber, da sich beide nicht nur in der kühleren Reife des Alters fanden, sondern auch in politischer Beziehung dieselbe Front des neuen deutschen Staatsgedankens bezogen, beendeten sie den Bruderzwist und stellten sich auf gegenseitiges Verständnis ein, was ihnen bereits so gut gelang, dass die letzten Werke der beiden Brüder ohne weiteres mit geändertem Vornamen hätten erscheinen können, ohne dass die Öffentlichkeit allsogleich eine Düpierung bemerkt hätte. Auch hier schließt der Artikel mit einem ebenso wohlwollenden wie pauschalen Rundumschlag, der die natürlich bedingte Beispielhaftigkeit der vorgestellten Fälle betont und damit so etwas wie eine Fallstudie andeutet. Diese Beispiele seien leicht zu mehren, sie legten, ich zitiere, für die seltsamen Bindungen Zeugnis ab, die von Natur aus zwischen Geschwistern bestehen. Der Doktortitel des Autors wird auch in Dr. Erich Jahnkes Artikel Geschwisterpaare der Literatur in der Revue des Monats hervorgehoben. Der wissenschaftliche Status des Autors wird also editorisch betont. Jahnke verfolgt auch hier in Exempelstudien kulturhistorisch die Kombination von Verwandtschaft und Begabung oder gar Genie. Wird das Problem der Vererbung direkt am Anfang des Artikels genannt, so folgen im Verlaufe des Textes eher vage Aussagen, so etwa, dass das Talent immer von mütterlicher Seite vererbt werde und dass die Mischung der Erbanteile häufig ungleich sei. Dies ließe sich ja auch ohne weiteres auf die Präsentation der Brüder Mann anwenden. Mit weniger Text als Bildern kommt ein Einseiter im extrem erfolgreichen Berliner Bilderkurier 1930 aus. Unter dem Titel Dichterbrüder wird vor allem deren Gleichheit betont. Umwelteinflüsse und Milieu hätten dahingehend auf die Brüder gewirkt, dass die Ähnlichkeiten auch in ihren Werken eklatant seien. Auf die Brüder Mann treffe dies zu. Beide stammten aus einem Lübecker Bürgerhaus und beide zeigten ihre Abneigung gegen den deutschen Spießbürger. Und beide, schließt der Autor eher überrascht, hätten mit ihren Werken Erfolg. Ein einigendes Element, mit dem ich auf den Text zur Dichterdynastie Mann zurückkomme. Hier wird der Ruhm der Brüder Mann als Phänomen genannt und hier wiederum in diesem Artikel wird er sozusagen zum Selbstzweck, um die Brüder hier überhaupt aufzuführen. Deutlich wurde, dass die jeweiligen Aussagen zur Brüderthematik wenig Gemeinsamkeiten haben, also die jeweiligen Aussagen zur Vererbung. Ausgehend vom Grundthema der Vererbung bzw. des gemeinsamen multiplen Erbes werden die jeweiligen Aussagen in den Artikeln der Ausrichtung des Artikels dienstmal gemacht, das heißt der Position, der politischen Position, der oder insgesamt populären Position, aber auch der politischen Agenda und literaturkritische Deutungen stehen an erster Stelle und vermeintlich objektive wissenschaftliche Wahrheiten und Erkenntnisse stehen an zweiter Stelle, sind damit entsprechend flexibel. Und ich denke, den Bezug zu dem, was ab 1933 passiert mit vermeintlich objektiven wissenschaftlichen Wahrheiten, der ist hier relativ offensichtlich. Über das Brüdersein, also die Verwandtschaft von Heinrich und Thomas Mann, wird deren Schriftstellersein begründet, und zwar ihre individuellen Schreibstile sowie ihre literarische und politische Genese. Die Vererbung wird im Rahmen dieser Argumentation als eine in der Natur begründete anthropologische Konstante eingesetzt. Dass die Dichterdynastie Mann, um sie ein letztes Mal zu bemühen, auch genealogisches Potenzial besitzt, zeigt die Adaption Klaus Manns genau dieser Argumentationsmuster seines Onkels und seines Vaters. Das tut er allerdings im politischen Kampf gegen den Nationalsozialismus in den 30ern und 40ern. Hier zwei Texte, die in Exilzeitschriften erscheinen, über das Lob der gemischten Rasse innerhalb der Familie Mann, bei der er seine eigene Blutmischung, also auch Katja Manns Anteil, als ausschlaggebend für seine künstlerische Begabung einordnet. Ich schließe meinen Vortrag mit der Beschreibung von Thomas Manns Elternhaus in einer Lecture, die Klaus Mann in den USA über My Father and His Work hält. The house of a patrician family in Lübeck. The beautiful mother a foreigner. The dignified Nordic father. The problem of the blending of race. North and South treated by him in Tonio Kröger and by his brother Heinrich Mann in Zwischen den Rassen. Between the races. Vielen Dank.